Ich habe ja versucht, mit denen zu reden, mit den Fliegen, als sie sich auf mein Jungsbrot setzten. Nein, habe ich gesagt. Wer hat euch denn eingeladen? Aber sie verstanden mich einfach nicht. Da liegt mir aber die Laus über die Leber, wie man so schön zu sagen pflegt. Ich habe zugeschlagen. Und mit einem Schlag, mit einem einzigen Schlag hatte ich 7 auf einen Streich. Das sollen aber die ganze Stadt erfahren. Was? Stadt, die ganze Welt. Was bin ich für ein Held? Ja, ich schnalle meinen Gürtel um, auf welchem ich das eingenäht habe, und ziehe hinaus. Die große weite Welt, um es allen kundzutun. 7 auf einen Streich. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Königin, ihr seid die Schönste in Magdeburg hier. Doch hinter den Brunner Bergen bei den 7 Bergen ist 1000-mal schöner als ihr. Schneewittchen wohnte bei den 7 Bergen. Sie machte ihnen die Bettchen, kochte leckeres Essen und hielt alles sauber. Aber weil die böse Königin die Schönste sein wollte, vergiftete sie Schneewittchen mit einem Apfel. Aus Trauer legten die 7 Zwerge Schneewittchen in einen Sarg ganz aus Glas. Als ein Prinz Schneewittchen mit zu sich nehmen wollte, stolperte einer der Diener. Da rutschte Schneewittchen das vergiftete Apfelstück aus dem Hals heraus und es erwachte. Schneewittchen und der Prinz heirateten und lebten glücklich und zufrieden. Wie geht denn eigentlich?